Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Wir machen direkt weiter und wollten uns ein wenig hier im wunderschönen Dorf umsehen, denn hier gibt es bereits einiges zu tun. Hier in Haven im Frostgipfelgebirge. Wir schauen mal kurz in unser Heldenmenü. So, und hier haben wir die Questkarte. So. Und hier haben wir bereits einige Markierungen, zum Beispiel hier ein Apotheker, hier haben wir Solus. Hier haben wir einen Schmied, hier haben wir einen Händler, hier haben wir Varric, hier haben wir Quartiermeister und sogar eine Quest. Wir schauen uns erstmal hier diese Aufgabe an. Diese Symbole hier stehen meistens für Quests oder immer für Quests, so verstehe ich das zumindest. Die besten und klügsten Haven. Selbst in diesen schwierigen Zeiten ist es nicht allzu schwer, gute Helfer zu finden. Erkundet Haven und trifft dich mit einigen Handwerkmeistern der Inquisition. Sprich mit dem Apotheker. Wir markieren die Quest und wir sehen es unten auf dem Radar, auf der Minimap, dass uns alle drei Ziele dieser Quest, eben die drei Handwerker, markiert sind. Ich sehe auch gerade, dass wir scheinbar einen Stufenaufstieg haben. Ja, tatsächlich. Waffe und Schild ist uninteressant. Die Zweihandwaffe. Was haben wir denn hier unten? Eine aktive Fähigkeit, der Wirbelsturm. Du wirbelst mit ausgestreckter Waffe herum und nährst dich durch sämtliche Und mäßt dich durch sämtliche Gegner, die deinen Weg kreuzen. Hört sich gut an. Schlachtmeister, die Kette haben wir hier bereits. Kampfrolle, du machst einen Hechtsprung und rollst dich dorthin, wo du in der Schlacht sein musst. Sei es, um einen Übermacht zu entkommen oder um einen Flankenangriff. Das hört sich ja sehr cool an. Gnadenstoß, verursacht höheren Schaden gegen betäubte oder zu Boden geworfene Gegner. Horn des Heldenmuts. Der Klang deines Kriegshorns schallt über das Schlachtfeld und verleiht deinen Verbündeten die Kraft, noch härter zu kämpfen. Schadens- und Rüstungsbonus, das ist ja ordentlich. Kriegshorn, der Klang deines Kriegshorns stößt deinen Gegnern in Angst und versetzt ihn in Panik. Nee, da würde ich tatsächlich gerne hier drauf gehen. Verkrüppelnde Treffer. Damit wir bald die Kampfrolle lernen können, finde ich, hört sich sehr gut an. Machen wir. So, weil es eine passive Fähigkeit, der verkrüppelnde Schlag. Und ich würde sagen, wir gehen zum Apotheker, den wir hier in diesem Gebäude finden, das wir bereits einmal untersucht haben. Da war hier allerdings noch niemand drin. Apotheker, erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bringe sie Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jeden deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen und die mitgeführten Tränke aufzufüllen. Verwende die Aufwertungsstation, um dauerhafte Aufwertungen für deine Tränke freizuschalten. Hagrid hat mir gesagt, er kann die Kräuter nicht für weniger als 8 hergeben. Schön, dann pflücken wir eben selbst welche. Bestellt Hagrid, er sollte hoffen, dass er in nächster Zeit nicht irgendeine Salbe braucht. Ah ja, Adam. Sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Wieder mal? Wir kennen uns. Ich kann mich nicht erinnern, euch schon einmal getroffen zu haben. Das hätte mich auch überrascht. Ihr wart schließlich nicht ganz bei euch. Jemand musste euch zusammenflicken, als ihr von wer weiß wo angestolpert kamt. Insofern gern geschehen. Oh, ja. Wir danken ihm natürlich. Das wusste ich nicht. Danke. Schon gut. Ihr könnt euch revanchieren, indem ihr die Welt rettet. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentagast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Interessant. Wie stehen denn die Dinge? Das ist eine gute Frage. Wie halten sich eure Leute? Die Arbeit geht nicht aus, so viel ist sicher. Ah ja. Wie bestelle ich Tränke? Braucht ihr Hilfe? Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verwundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Interessant. Wie bestelle ich Tränke? Was muss ich tun, um einen Trank bei euch zu bestellen? Seht euch einfach um und sagt mir, was ihr braucht. Und falls ihr ein Rezept für etwas Besseres findet, kann ich auch das zusammenmischen. Ah, ja.
Tränke ausrüsten, Tränke aufwerten. Ausrüsten, aufwerten. Tränke aufwerten. Hier kannst du bereits erforschte Tränke aufwerten. Um einen Trank aufzuwerten, wählst du zunächst eine Kategorie, dann einen Trank und zuletzt die Aufwertung. Um Tränke aufzuwerten, ist eine erhebliche Menge an Pflanzen erforderlich. Im Gegenzug verleihen Aufwertungen deinen Tränken dauerhaft beträchtliche Boni. Tränke stellen Gesundheit wieder her oder steigere Magie. Elixiere, Resistenzen erhöhen Kampffähigkeiten, verstärken Sprengfeuer, geworfene Flächen, die sich auf einen Bereich auswirken. Natürlich die Heiltränke. Regenerationstrank stellt 60 Sekunden alle 2 Sekunden 26 Gesundheit wieder her. Heiltrank stellt augenblicklich Gesundheit wieder her. Aufwertung Nummer 1. 29 Elfenwurzel und ein Dämmerlotus. Erhöht die wieder um 50. Ah ja, können wir aber noch nicht machen. Elfenwurzel, königliche Elfenwurzel. 18 Elfenwurzel, königliche Elfenwurzel. Interessant. Elixiere kennen wir noch gar nicht. Also müssen wir ordentlich Elfenwurzel sammeln, Leute. Okay, Tränke zuweisen und auffüllen. Du kannst für jedes Gruppenmitglied Tränke aufrüsten oder auffüllen. Während Heiltränke oben im Kreismenü automatisch und kostenlos aufgefüllt werden, sind für alle anderen Tränke Pflanzen erforderlich. Ah, okay. Regenerationstrank. Stellt 60 Sekunden lang alle 2 Sekunden 26 Gesundheit wieder her. Könnten wir zuweisen, will ich aber eigentlich nicht. Ich würde gerne die Elfenwurzel sammeln, um die Standardtränke zu verbessern. Vielleicht ein andermal. Ja. Trankerstellung, Quest abgeschlossen. Sehr schön. Solus. Der auserwählte Andrastes. Ein gesegneter Held, gesandt, um uns alle zu retten. Oh, klingt sehr schneidig. Reite ich auf einem strahlend weißen Ross? Ich hätte einen Griffin vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch, Scherz beiseite, das richtige Auftreten ist wichtig. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen. Ich sah Geisterheere aufeinanderprallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Held ihr sein werdet. Oh Mann. Ja, ihr studiert alte Ruinen, das ist interessant. Ruinen und Schlachtfelder? Was meint ihr damit? Jedes Bauwerk, das stark genug ist, der Unbill der Zeit zu trotzen, hat eine Geschichte. Jedes Schlachtfeld ist von Tod durchzogen. Beides zieht Geister an. Sie drängen gegen den Schleier und schwächen die Barriere zwischen unseren Welten. Wenn ich an solchen Orten träume, tauche ich tief ins Nichts ein. Ich finde Erinnerungen, die kein anderes lebendes Wesen je gesehen hat. Eine Sternfrage. Das ist beeindruckend, das ist von enormem Wert, das ist gefährlich. Ja, wie könnt ihr dort schlafen? Ihr schlaft in alten Ruinen? Ist das nicht gefährlich? Ich wirke natürlich Schutzzauber. Und solange man den Riesenspinnen etwas zu essen hinstellt, ist es ein gegenseitiges Leben und Leben lassen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der so tief ins Nichts vorgedrungen ist. Das ist außergewöhnlich. Habt Dank. Es ist kein sonderlich verbreitetes Studiengebiet, aus naheliegenden Gründen. Feuer oder Blitze zu schleudern ist nun mal imposanter. Könnt ihr euch vorstellen, die Überreste eines 1000 Jahre alten Traums zu finden? Dieses Gefühl würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Das tue ich tatsächlich, aber Cassandra wird euch sicherlich beschützen. Cassandra vertraut euch. Sie wird nicht zulassen, dass euch jemand gegen euren Willen in einen Zirkel bringt. Hab Dank. Das ist ein beruhigender Gedanke. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen. Hoffentlich.
Okay, wir wollen uns hier auch weiter umsehen, natürlich mit allen Leuten sprechen. Wie gesagt, Leute, das wird ein sehr ausführliches Let's Play. Macht euch darauf bereit, einige Dialoge zu hören. Die Taverne, wie es aussieht. Das Konklave war unsere größte Chance auf Frieden. Die Göttliche, die Magier, die Templer, alle waren gesprächsbereit. Und jetzt Und sind sie wie viel alle braucht tot. ihr? Einfach so. 10 Säcke müssten genügen. Flisser. Oh, wer die vielleicht auch... Kann ich euch irgendwas anbieten? Was finde ich so in Haven? Was könnt ihr mir über diese Gegend erzählen? Edan ist der hiesige Apotheker. Er braut Tränke und versorgt die Verwundeten so gut er kann. Harrod ist der Schmied der Inquisition. Was ihr bei ihm nicht bekommt, kann euch vermutlich Quartiermeisterin Thren besorgen. Und falls ihr mal etwas Ausgefalleneres braucht, versucht euer Glück bei Sagrid. Seine Preise sind auch nicht allzu hoch. Bis jetzt. Oh, fast hätte ich Mineille vergessen. Sie erforscht Bestien und so, wenn ich mich nicht irre. Ah ja, danke schön. Lebt wohl. Wiedersehen. Sehr liebevoll gemacht. Lesen. Geschichte aus dem Frostgipfelgebirge. Einst hatten selbst die Berge ein Herz. Als die Welt noch jung war, stand der Thron von Kord, dem Bergvater, auf dem Gipfel des Belenars, dem Berg in der Mitte der Welt, von dem aus er sämtliche Ecken von Himmel und Erde sehen konnte. Und er sah starke Männer schwach werden, tapfere feige und weise töricht, aus Liebe. Kord entwickelte einen Plan, um zu verhindern, dass sein eigenes Herz ihn jemals derart hintergehen konnte. Er nahm es heraus und versteckte es an einem Ort, wo keine Seele jemals danach suchen würde. Er versiegelte es in einem goldenen Fläschchen, vergrub es in der Erde und berichtete darüber die unwirtlichsten Berge, die die Welt je gesehen hat, das Frostgipfelgebirge. Doch ohne sein Herz wurde der Bergvater grausam, seine Brust war angefüllt mit eisigen Bergwinden. Die heulende wie verlorenen Seelen, das Essen schmeckte ihm nicht mehr, Musik erfreute ihn nicht. Und auch an guten Taten hatte er keine Freude mehr. Stattdessen quälte er mit Lawinen und Erdbeben die Stämme der Menschen. Gemeinsam mit den Göttern begehrten diese gegen ihn auf und nannten ihn einen Tyrannen. Aber ohne Herz konnte niemand Kord erschlagen. Bald gab es unter Menschen wie Göttern keine Helden mehr, die es gewagt hätten, Kord herauszufordern. Die Herrin des Himmels schickte ihre besten Kinder aus, die schnellsten, klügsten und stärksten Vögel, um in den Bergen nach dem Herz zu suchen. Ein Jahr und einen Tag lang suchten sie, doch Sperling und Rabe, Geier und Adler, Mauersegler und Albatros, sie alle kehrten unverrichteter Dinge zurück. Dann sprach das Schneehuhn und erhob sich, das Herz des Bergvaters zu finden. Die anderen Vögel lachten es aus, denn das Schneehuhn ist klein, kann nicht einmal richtig fliegen und hüpft die Hälfte seines Lebens nur umher. Die Herrin verweigerte dem kleinen Wesen ihren Segen, denn die Berge waren selbst für Adler zu unwirtlich. Aber das Schneehuhn brach trotzdem auf. Der kleine Vogel stieß tief in das Frostgipfel vor. Wo er nicht fliehen konnte, kroch er. Er presste sich gegen den Boden und überstand so die schlimmsten Bergwinde. Schließlich gelang er in das Tal, wo das Herz schlug. Wegen der vielen Untaten des Gottes war das Herz so schwer geworden, dass der kleine Vogel es nicht tragen konnte. Also rollte er Stück für Stück aus dem Tal hinaus und über eine Klippe. Als das goldene Fläschchen auf dem Boden aufschlug, sprang es entzwei. Das Herz war so voll, dass es beinahe platzte und der Berggott verspürte Schmerzen. Also machte er sich auf, um nachzusehen, was geschehen war. Als sich Kord seinem Herz näherte, sprang er es zurück in seine Brust. Und er war wieder vollständig. Danach fesselte Hakon Winteratem Kords Brustkorb mit 3 Eisenbändern und 3 Eisbändern, auf das sein Herz nie mehr heraus könnte. Und alle übrigen Götter erklärten das Schneehuhn für ehrenhafter als es selbst der majestätische Adler war. Das Schneehuhn, eine Geschichte der Avar. Ja. Interessant. Plündern. Schade, dass da keine Elfenwurzel bei war. Hallo, Varric. So, jetzt wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart der meistgesuchte Verbrecher in ganz Thedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen.
Mann, das stimmt. Es ist alles verdammt nochmal blöd. Es geht mir gut. Zu viele Leute sind gestorben. Ich bin froh, dass ich lebe, oder es geht alles so schnell. Ja, ich denke mal, wir können wirklich froh sein, dass wir leben. Ich bin einfach nur froh, dass ich nach all dem noch lebe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr Cassandra überlebt habt. Ihr könnt froh sein, dass ihr den Großteil ihres Wutausbruchs verschlafen habt. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche, sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Das stimmt allerdings, aber warum seid ihr geblieben? Wenn es so schrecklich war, warum seid ihr dann geblieben? Cassandra sagte, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich rede mir gerne ein, ich wäre genauso selbstsüchtig und verantwortungslos wie alle anderen, aber auf diesem Berg sind Tausende von Leuten gestorben. Fast hätte es mich auch erwischt. Und jetzt ist im Himmel ein Loch. Nicht einmal ich kann einfach verschwinden und dieses Loch sich selbst überlassen. Oh Mann. Okay, ich hatte Glück, ich fasse es auch nicht, wir schließen die Breche. Das werden wir tatsächlich. Die Bresche muss geschlossen werden. Je eher, desto besser. Sofern das möglich ist. Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall. Das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder. Aber vielleicht werden wir genau zu diesem Wunder. Wer weiß es. So, hier oben haben wir einen weiteren, das könnte der Schmied sein, sprich mit dem Schmied, die besten und klügsten in Haven. Sren, nee, das war glaube ich die Lage. Meister Herald hat gesagt, dass er keine Schwerter für die Rekruten schmieden kann, wenn er nicht mehr Erz bekommt. Dann bestell Meister Herald, dass Erz nicht auf Bäumen wächst. Ja, Ma'am. Ich denke, das weiß er, Ma'am. Er sagt, er muss es sich aus den Rippen schneiden. Ma'am. Genau. Ja. Hallo, Sren. Nein, mein Lord. Ich weiß nicht, wo die anderen Adeligen sind. Wieso fragt ihr nicht Botschafterin Montier? Oh, ihr seid das. Thren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Ja. Was sind überhaupt eure Aufgaben? Was macht ihr hier? Ich sorge dafür, dass die Soldaten der Inquisition volle Mägen und scharfe Schwerter haben. Beides ist wichtig. Viele Leute halten uns für Helden, die den ganzen Tag durchs Land marschieren, um Dämonen zu bekämpfen. Dummerweise müssen auch Helden Latrinen ausheben. Oh Mann, das stimmt. Ja, wegen der Bedarfsliste. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Herald unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Das hört sich interessant an. Und Spezialaufträge. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch. Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Sehr schön. Ja, wie kamt ihr hierher? Ein wenig Hintergrundinformation. Wie wird man denn Quartiermeisterin der Inquisition? Ich habe in Ferelden unter Turn Loghain McTeer gedient. Das war der beste vorgesetzte Offizier, den die Welt je gesehen hat. Aber nachdem sich in Denerim alle gegen ihn gewandt hatten, war dort kein Platz mehr für Leute, die dieser Ansicht waren. Also bot König Alistair der Inquisition meine Dienste an. Vermutlich, um mich loszuwerden. Sehr schön, das beruhte auf das Ende, das wir gewählt haben. Loghain ist ein Verräter, das sehe ich genauso, deshalb seid ihr so unbeliebt, oder ihr habt an ihn geglaubt, gut. Ja, er war ein Verräter, zweifellos. Loghain McTeer hat die Grauen Wächter und seinen König verraten. Wart ihr in Ostergar? Ich schon. König Kaelin hat seine Position überschätzt und die Grauen Wächter haben das Signal zu spät gegeben. Wäre er dem ursprünglichen Plan gefolgt, hätte niemand überlebt. Turn Loghain hat sich richtig entschieden. Verzeiht mir. Schwester Liliana hat gesagt, ich soll nicht darüber reden. Das hatte ich ganz vergessen. Wiedersehen. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Ah ja.
Wir haben scheinbar schon einiges. Inquisitionswaffen. Schön. Um stärker kräftig zu sein, brauchen unsere Soldaten weitere Waffen. Belohnung plus 1 Macht. 5 Eisen haben wir. Wo finden wir das denn bitte? Und es fehlt noch ein Holzplatz. Ja, alles zu seiner Zeit. Okay. Dann haben wir hier unten irgendwo einen Schmied. Händler haben wir ja auch noch. Hallo. Sagrid. Ihr seid wach und Lady Cassandras Fängen entkommen. Und ich, Idiot, hab diesem Klingenohr Geld gegeben, damit er mich informiert, sobald ihr frei seid. Egal. Sagrid, sehr erfreut, euch kennenzulernen. Danke für alles, was ihr getan habt und hoffentlich noch tun werdet. Ja, ein Beispiel wäre ganz schön. Was genau erwartet ihr von mir? Ich habe gehört, wenn jemand dieses verfluchte Ding am Himmel schließen kann, dann seid ihr das. Ihr könnt alles haben, was ihr braucht. Zu einem angemessenen Preis, versteht sich. Angesichts der Umstände sind unsere Vorräte begrenzt. Forschen wir mal nach. Warum ist der noch hier? Wer bleibt in Zeiten wie diesen in der Stadt, um einen Laden zu betreiben? Jemand, der sonst nirgends hin kann. Diese verfluchten Dämonen haben den Großteil meiner Waren zerstört. Wenn ich bleibe und ein paar Kontakte knüpfe, kann ich von vorne anfangen und vielleicht mit viel Glück euren Leuten helfen. Das ist ehrenvoll. Ihr kennt vermutlich die meisten Leute hier. Wie geht es ihnen? Sie hoffen und bangen. Niemand weiß wirklich, was es heißt, wenn eine Inquisition aufmarschiert. Bis jetzt. Ich könnte mir vorstellen, euch geht es ähnlich. Jedenfalls möchte ich nicht in eurer Haut stecken. Ja, wir wollen etwas kaufen. Darf ich sehen, was ihr im Angebot habt? Natürlich. Meine Waren liegen auf dem Tisch. Bitte was? Also, Barbarenstreithammer, robuste Streitachs, stärktes Schild. Was ist hier Deutsch? Schade, ich hätte gerne ein Schwert gehabt. Verkaufen. Ja, das Handelsmenü, seht ihr schon. Waffen, Rüstungen. Uff, was ist das denn? Da sieht aber nicht sehr schön aus. Helm der freien Marschen. Elfenkapuze, extra Löcher für die Ohren, sehr schön. Abenteurerhaube. Zielmodul Bianca, das ist wohl für unseren guten Zwerg. Pläne. Wir müssen uns alles nochmal angucken, Leute. Ja, wir verkaufen mal. Die Dolche, das ist Räuber Großschwert. Den Bogen, den Stab, das Stilett, den Stab können wir verkaufen. Die behalten wir mal. Söldnerharnisch kann weg. Die Abenteurerhaube behalten wir mal. Ich frage mich, wofür das hier da ist. Das ist einfach nur Prüll ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Wir haben ganz schön viel Geld, sehe ich gerade. Aber okay. Schade, mehr hat er gar nicht. Okay, dann haben wir hier noch den Schmied, wie es aussieht. Genau. Haven ist aber ganz schön groß für so ein Startörtchen. Ich verstehe nicht, wozu wir Belagerungsmaschinen brauchen. Wir wollen doch gar nichts belagern. Scharf beobachtet, Rekrut. Belagerungsmaschinen, sehr schön. Ausbildungsisierter Deutschbegriff, ein Plan. Hier werden also Verteidigungsanlagen errichtet. Sehr interessant. Erinnerungsmedaillon, Baumwolle scheint alles Utensilien für die Herstellung zu sein. Heidiger-Panzerung. Okay, wir finden hier interessante Sachen. Wer sucht, der findet, scheint hier zu gelten.
Und ich würde sagen, wir suchen mal irgendwie den Schmied. Ich frage mich gerade nur, wie wir da hinkommen. Vielleicht ist er vor der Stadt, was ich sehr seltsam finde, aber es scheint sogar so zu sein. Ich weiß nicht. Meister Harris, wir müssen. Oh. Ja, ja, das Flüstern in der Nacht. Hier trainieren die Inquisitionstruppen. Wirkt alles sehr authentisch, muss ich schon zugeben. Suche den örtlichen Schmied auf, um Rüstungen oder Waffen herzustellen. Das bist wohl du, Harrod. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Ja, ziemlich gut. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Sehr schön. Nachforschen, ja, etwas von ihm persönlich. Wie hat es euch an diesem Ort geklappt? Ich stamme aus einem Städtchen namens Lothering, aber das gibt's schon lange nicht mehr. Danach war ich in Redcliffe, als es die dunkle Brut während der Verderbnis attackierte. Hab geholfen, es wieder aufzubauen. Hab meine Zelte dort abgebrochen, als die Hohen Herren beschlossen, dass es an der Zeit wäre, den Ort diesen verfluchten Magiern zu übergeben. Irgendwann bin ich dann hier gelandet, kurz nach dem großen Knall. Keine Ahnung, ob ich der größte Glückspilz auf Erden bin oder das genaue Gegenteil. Interessant. Ja, ich würde sagen, schon Glückspilz. Er hat immerhin ziemlich viel überlebt. Ihr lebt noch. Das ist doch gut. Das stimmt wohl. Jo, was haben wir hier noch? Was könnt ihr mit euren Leuten hier herstellen? Waffen und Rüstungen. Aus Eisen oder verfluchten Drachenknochen, wenn ihr welche habt. Unsere Modelle sind einfach, erfüllen aber ihren Zweck. Falls ihr irgendetwas Besonderes wollt, zeigt mir einfach euren Entwurf. Dann sehen wir, was wir tun können. Ja, es sind ja ordentliche 5 Leute, die hier arbeiten. Das ist schon ziemlich viel. Hat die Inquisition kein Material für Rüstungen oder Waffen? Ist nicht leicht, Händler hierher zu locken. Die setzen das seltene Zeug nicht gern aufs Spiel. Das müsst ihr schon selbst besorgen. Ja, okay. Was ist denn jetzt mit Verbesserungen? Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Das hört sich interessant an. Ein Schwert hätte ich sowieso sehr gerne. Aber okay. Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen. Mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch dort, dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Moment, Leute. Okay. So, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Als dann. So. Okay, interessant. Kaufen, verkaufen. Er hat nur die beiden Sachen. Rüstung herstellen. Verteidigerpanzerung. Um neue Rüstung oder Waffen herzustellen, benötigst du einen Handwerksplan und genügend Materialien. Der Plan bestimmt über das Aussehen und die potenzielle Stärke des hergestellten Gegenstandes. Die Materialien entscheiden über die spezifischen Werte und Kräfte, die dem neuen Gegenstand hinzugefügt werden. Handwerk. Jeder Handwerksplan enthält ein oder mehrere Felder, die jeweils eine bestimmte Anzahl von Materialien, Metallstoff oder Leder aufnehmen könnt. Weise sämtlich verfügbare Felder Materialien zu, um einen Gegenstand herzustellen. Es gibt 5 verschiedene Arten von Handwerksfeldern. Attribut, Angriff, Verteidigung, Schaden und Rüstung. Der jeweilige Typ des Feldes entscheidet darüber, auf welchen Wert sich das verwendete Material auswirkt. Zum Beispiel, verwendest du Eisen in einem Verteidigungsfeld, erhältst du einen Bonus auf Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Verwendest du Eisen hingegen in einem Attributfeld, erhältst du einen Bonus auf Stärke. Experimentiere mit verschiedenen Material- und Feldkombinationen, um einzigartige Gegenstände herzustellen, die deinen Anforderungen entsprechen.
Okay, wir haben keinen weiteren Gegenstand, ich verstehe schon. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Ja, natürlich. Waffen herstellen. Rundschild. Ich frage mich, was halt ein Dolchgriff bringt. Daher lassen wir das mal eben. Ja, ein andermal sicherlich. Wir können mal in die Schmiede reinschauen, wo wir gerade hier sind. Aber hier finden wir rein gar nichts. So, haben wir hier noch etwas in der Nähe, frage ich mich gerade. Ich schaue mal auf die Questkarte. Ja, hier ist noch ein ganzes Eckchen, das wir erkunden können. Boah, Leute, ich habe ganz schön Druck auf der Blase, um das mal ein bisschen schön zu formulieren, Anführungszeichen. Ich frage mich gerade nur, ob man hier wohl auch irgendwo Materialien herbekommt, die wir dann in Haven direkt benutzen können. Hier ist zum Beispiel Eisen. Hier ist zum Beispiel Eisen. Hier ist zum Beispiel Eisen. So, und hier endet vermutlich das Gebiet. Ah, hier hat das ganze Spiel angefangen. Wir erinnern uns. Lesen. Die Querung der Reumütigen. Pilger, die den Tempel der Heiligen Asche besuchen möchten, dürfen bis zu der Brücke reiten, die als Querung der Reumütigen bekannt ist. Von dort aus müssen sie, ob krank oder gesund, jung oder alt, in den Tempelschwestern, an den Tempelschwestern vorbeigehen, die die Brücke beaufsichtigen. Bis auf sehr Kranke und Alte müssen alle beim Überqueren ihre Schwertermäntel ablegen, damit die schneidenden Winde die hochmütige Fixierung auf diesseits aus dem Fleisch entfernen können. Die Brücke hat zudem beträchtliche militärische Bedeutung und wurde in den Jahren seit der 5. Verdammnis auch entsprechend genutzt. Sie nimmt eine Schlüsselposition bei der Verteidigung des Tempels der Heiligen Asche gegen Banditen, Rebellen und sogar versprengte dunkle Brut ein. Das glaube ich. Hier liegt nur eine Leiche und einige Leichensäcke. Wir können euch das Geld plündern. Und hier endet das Gebiet. Okay. Aber sehr groß hier und sehr weitläufig gemacht. Ich meine, das ist im Nachhinein nur das Gebiet. Wir erinnern uns, das ist nur das Gebiet rund um Haven, unseren aktuellen Basispunkt. Und dafür ist das doch ganz schön groß gemacht, oder? Finde ich sehr schick. So, statt in der Kirche von Haven Bericht, das machen wir im nächsten Video auf jeden Fall. Ich schaue gerade, wie gesagt, noch einmal, ob wir noch irgendetwas bekommen können. Jetzt können wir uns hier auch ein bisschen weiter umschauen, auch wenn ich ein bisschen in die Überlänge komme, aber wie gesagt, darauf kommt es mir wirklich gar nicht an. Schade, beziehungsweise Glück gehabt, mein Tierchen. Einer weniger. Plündern. Nackhaut, das war ein Nack. Die kenne ich ja jetzt nur von unter der Erde. Elfenwurzel. Ihr wisst, das können wir alles sehr gut gebrauchen. Boah, da wird einem echt kalt zumute, wenn man hier über diese wunderschöne Eisfläche läuft. Dort nochmal die Brücke, die Brecher am Himmel. Es wirkt auf jeden Fall. Elfenwurzel. Elfenwurzel. Oh Mann, Leute. Wir werden noch sehr viel Zeit mit erkunden verbringen. Ich merke es gerade schon. Eisen. Sehr schön. Ich frage mich, wie es mit einer Inventarsbegrenzung aussieht, beziehungsweise ob wir irgendwo unser Inventar ausleeren können, ob wir irgendwo eine Vorratstruhe haben. Denn ich bin mir sicher, das Inventar wird schnell an seine Grenzen kommen, vor allen Dingen so, wie ich das Spiel spielen werde. Werden wir nicht lange Gegenstände mit uns nehmen können, denn es fällt mir wahnsinnig schwer, in solchen Spielen hier etwas zurückzulassen.
Schade. Keine Möglichkeit, da hochzukommen. Was sehe ich denn da oben? Sieht doch glatt an der Elfenwurzel aus. Und sieh mal eine an. Elfenwurzel. Wie gesagt, die brauchen wir, um die Tränke zu verbessern. Auch nur dafür werden wir die erstmal nehmen. Da die Tränke natürlich erstmal das wichtigste, den wichtigsten Gegenstand für uns darstellen werden, die Standardtränke. Eine Truhe, Gold, Helm der freien Marschen, ein Einhandgriff, eine abtrünnigen Rüstung. Nehmen wir natürlich alles mit. Denn jetzt sind wir noch auf jeden Gegenstand angewiesen. Sieh mal eine an, Elfenwurzel. Und Elfenwurzel. So. Was haben wir hier hinten? Ich sehe ein Gebäude. Ich sehe Elfenwurzel. Suchen. Wenn dein Kompass pulsiert, kannst du den linken Stick drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei aktiver Suche wird dir in Richtung verborgene Gegenstände durch ein weiteres Pulsieren auf dem Boden angezeigt. Sobald du nah genug bist, werden die außerdem enthüllt. Hier muss irgendetwas sein. Untersuchen. Wir bringen die Notiz. Ah, das sind die Notizen von unserem guten Mediziner bzw. Forscher, der in der Breche gestorben ist. Wir erinnern uns, das hat er ja gesagt. Die Aufgabe. Sehr schön. Hat sich die Ausflüge richtig gelohnt. Oh, was haben wir denn hier? Eisen. 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 Das ist ja verrückt, wie viel Eisen hier versteckt ist. Natürlich hier noch mehr Eisen. Schön, dass ich das mit den Händen abmachen kann. Würde ich auch gerne können. So. Und was haben wir hier? Man glaubt es kaum, noch mehr Eisen. So, ein Video der reinen Erkundung. Aber wie gesagt, auch sowas gehört nun mal einfach dazu. Denn wir wollen das Spiel natürlich erfolgreich spielen. Wir werden auch größtenteils unsere ganze Ausrüstung aufwerten. Daher nehme ich auch das ganze Eisen mit, wie man sich sicherlich gut vorstellen kann. Hier ist der Steg, den wir von unten gesehen haben. Nochmal müssen wir den allerdings nicht von unten sehen. So. Ah, Elfenwurzel, beinahe übersehen. Feinde? Na komm, deaktivier mal deinen Kampfmodus, lieber Inquisitor. Boah, wie weitläufig ist denn das Gebiet hier? Ist ja der helle Wahnsinn. Boah. Ah ja, dann sind wir wieder bei der Brücke. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Dorf, oder? Wir wollen jetzt hier auch nicht zu viel durch die Gegend laufen. Das können wir später immer noch machen. Ich komme aber nicht an den Rand. Und der Inquisitor ist jetzt natürlich auch im totalen Kampfmodus hier. Ich hoffe mal, wenn wir uns jetzt entfernen, wird sich das wieder von alleine legen. Ich würde gerne noch die Notiz überbringen, aber ich denke mal, das könnte etwas knapp werden. Ich schaue gerade mal. Inventar ist gesperrt wegen Kampfmodus. So, gib's auf, Inquisitor. Das wird nichts mehr mit dem Kampf. Dankeschön. So, wir kommen mal ganz kurz. Inventar. Rüstung.
Unser Helm der freien Marschen, Templerhelm. Dann nehmen wir doch den Helm der freien Marschen. 65, 54, 66. Untersuchen, Magier, uninteressant. 78. Vierundfünfzig, achtundsiebzig. Sieht beinahe gleich aus, aber ist von den Werten her besser. Haben wir das Richtige ausgerüstet? Das sieht ja wirklich beinahe gleich aus. Tatsächlich. Okay. Wenn das Spiel das sagt, dann soll es so sein. Der neue Helm ist ganz schick. Und ich würde sagen, wir gehen zurück zur Stadt, denn das war's dann erstmal. Gut, wir haben unsere ganzen Handwerker kennengelernt. Wir haben das Dorf Haven, unseren aktuellen, ja, Basispunkt oder unseren aktuellen Lagerpunkt, würde ich beinahe sagen, kennengelernt. Und ich würde sagen, im nächsten Video geht's dann auf zur Kirche, um Bericht zu erstatten. Und im nächsten Video werden wir, nee, wir werden in diesem Video noch die Botschaft an den Apotheker überbringen, beziehungsweise die Notizen. Ich hoffe nur, dass wir hier irgendwo hochkommen. Das sieht nicht so aus. Also, da muss es doch hochgehen da hinten. Hier geht's echt nicht hoch. Lesen? Oh, ich kann nicht lesen, ich muss mal auf Toilette. Arbeitsanweisungen. Wie die schrecklichen Unfälle der letzten Wochen gezeigt haben, sind viele der Bergtunnel instabil geworden und jederzeit können sie einstürzen. Ich möchte nicht von mehr Brüdern und Schwestern an die Suche nach verborgenen Kultistenschätzern verlieren. Wir müssen sämtliche Eingänge in den Berg verschließen. Okay, interessant. Die Eingänge wurden also verschlossen. Hier scheint es keinen Weg hochzugeben. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt, Leute. Im nächsten Video bringen wir dem Apotheker seine Notiz und werden danach dann, ja, zur Kirche gehen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss auf Toilette. Tschüss, Leute. Bis dann.